Höret, höret, seid uns gegrüßt zu unserem ersten Germersheimer Germaris, ein mittelalterliches Markttreiben in der schönen Festung und im Unipark von Germersheim. Die Germaris ist ein mittelalterliches Fest. Der Name kommt von Germersheim, das früher Germarisheim hieß, das Heim des Speermächtigen, und wurde 1070 das erste Mal in der Chronik in Sinsheim erwähnt. Unser Verein hat sich vor eineinhalb Jahren gegründet und wollte eigentlich das mittelalterliche Leben wieder darstellen und aufleben lassen und um der Nachwelt auch zu zeigen, wie damals gelebt wurde. Wir entschieden uns auch dazu, einen mittelalterlichen Markt zu machen, den nannten wir dann Germaris. Der geht über 4 Tage mit einem bunten Programm mit 60 Ständen. Wir haben über 20 Heereslager da und verschiedene Tavernen, wo auch mittelalterliches Speis und Trank angeboten wird. Ist nicht so ernst, wie man es kennt von früher. Das heidische Mittelalter ist ganz schön. Ganz viel Idylle, ganz viel Spaß, gell? Ja, ganz viel Spaß. Das Tolle am Mittelalter ist die Gemeinschaft, weil wir ja auch ein Lager haben, wo wir dann mit unseren Mitgliedern mit Zelten an anderen Veranstaltungen teilnehmen. Und das ist eigentlich ein schönes familiäres Miteinander in einem mittelalterlichen Ambiente. Aber es macht Spaß, ne? Viel Spaß, ja. Und man lernt fast nur nette Menschen kennen, so wie die Diana. Ja, und Inge natürlich. Also wir hatten gestern den ersten Tag geöffnet und war enorm. Also wir waren richtig überrascht gewesen, dass wir so einen guten Andrang bekommen haben. Und das scheint hier in Germersheim sehr gut anzukommen. Schön familiär. Atmosphäre, super gut. Mhm. Also nicht nur der Kommerz zählt, sondern auch halt das Familiäre halt. Ne? Die Location ist einmalig, die ist ganz klasse in der alten Festung. Es ist schön, weil auch ein bisschen Grün da ist. Es ist nicht nur. Es wird viel geboten. Ja, es ist ein ganz tolles Programm. Es sind so wie eben die Leute vom Feuer, von der Pyrotechnik. Warst du schon in der Fulda-Kammer? Weltklasse. Ja. Weltklasse. Ja. Alla. Wir gehen nachher in die Fulda-Kammer. Also ich war schon drin. Es war toll. Also es ist klasse, die ganzen Stände, die hier sind, die bieten dermaßen viele schöne Sachen. Ob das Leder ist, ob das Schmuck ist, anderes Handwerk. Egal, man kann das Handwerk ja auch sehen, wie es früher betrieben wurde. Es ist einmalig toll. Spitze! Da müssen auch alle herkommen. Also wir sind ganz arg interessiert, dass dieses Fest etwas wird. Und das ist jetzt der Auftakt. Wiederholt wird. Da sind wir ganz arg dafür.